Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Quick-Tipp von Monja und Markus, hallo. Hi Markus. In unseren Quick-Tipps möchten wir euch das Betriebssystem Yosemite von Mac näher bringen und in diesem Quick-Tipp möchten wir euch mal zeigen, was es eigentlich schon seit langem für den Mac gibt oder im Finder gibt, nämlich die verschiedenen Ansichten, die ihr im Finder wählen könnt. Markus, zeig uns mal die verschiedenen Ansichten, die man wählen kann. Ja, dazu habe ich jetzt einfach mal meine Serverfestplatte aufgemacht, Filme. So, da befinden wir uns gleich in der ersten Ansicht, die jeder kennt, hier oben, die als Symbole angezeigt werden. Ja, macht bei Mediendateien natürlich Sinn, bei anderen Dateien wahrscheinlich ist eher die Listenansicht gefragt, wo ich dann auch Name habe, Änderungsdatum und man sieht die an den kleinen Pfeilen, weiß jeder, nach unten sortieren, wenn ich jetzt erst drauf drücke, wird nach Datum sortiert. Oder nach Größe sortiert, also Größe der Gigabyte, die der Film hat. Und nach Dokumentenart kann ich natürlich auch sortieren. Ich gehe jetzt mal, ups, ja, jetzt hat man gleich gesehen, ich kann sie auch verschieben. Ich bin jetzt mit dem Finger kleben geblieben auf meinem Trackpad. Kann ich die Position natürlich verschieben, setzen mal wieder hin. Also drücken, festhalten, rüberziehen, loslassen. So, ich drücke wieder auf den Namen, ich will hier wieder den Namen sortiert haben. Ja, dann haben wir noch die Spaltenansicht, die eigentlich total klasse ist, um auch mal so ein bisschen die Ordnerstruktur zu zeigen, auch wenn man jetzt mehrere verschachtelte Ordner hat. Monia, du wirst es kennen, du machst ja auch viel Webdesign, da gibt es ja manchmal so Verschachtelungen nach unten hin. Da ist diese Struktur, eignet sich da eher für. Und Ja. jetzt für die Filme, finde ich total klasse, gibt es ja hier so, wie früher, das Coverflow, so. Wenn man jetzt sieht, ich mache es mal ein bisschen kleiner hier. So, geht man einfach hier zwischen, dann erscheint dieser Doppelpfeil, links drücken nach oben so. Und jetzt kann ich hier durchswipen. Jetzt dauert es natürlich ein bisschen, bis die Cover geladen werden. Die Filme habe ich übrigens alle aufgenommen mit iTV aus dem Fernsehen. Also nicht irgendwie Sachen, die da nicht hingehören. Das hätten wir jetzt auch nicht von dir gedacht, Markus. Also Und das Schöne ist jetzt auch, wir haben ja auch schon mal gezeigt, dass wir jetzt hier in dem Fenster neben dem Vorschaufenster, ich kann das ja mal ein bisschen zurecht drücken, so und jetzt auch gleich hier meinetwegen eine Vorschau hätten, für den Film anzumachen. So, dann kann man gleich eine Vorschau starten. Ja. ja, sehr praktisch. Und wenn man jetzt Musikalben hat, wenn man jetzt iTunes nicht mag, soll es ja auch geben, dann könnte man sich die Ordnerstruktur anlegen mit den Alben. Und dann hätte man dieselbe Struktur hier mit dem Album, da könnte man einfach die Sache starten. Finde ich total Ja, klasse. super. Ja. Ja, Markus, vielen Dank für den Quick-Tipp. Ja, so könnt ihr die eure Datei nach verschiedenen Modi anzeigen lassen. Ich denke, es kommt, man kann getrost sagen, es kommt immer ganz auf die Datei an, die man da gerade zur Verfügung hat. Und wenn man zum Beispiel Mediendateien hat, ist wahrscheinlich Coverflow eine schöne Art. Bei anderen ist die Listenansicht gefragt. Also ihr könnt da frei wählen und das auch für jeden Ordner festlegen. Ja, ich kann ja nochmal ganz schnell zeigen. Ich habe jetzt mal eben auf Daten gesetzt. Dann gehe ich natürlich hin und mache dann meinetwegen, das macht keinen Sinn. Da zeigt mir ja nur Ordner. Ja, Ne? genau. Und dann geht man besser in die Listenansicht. So, jetzt habe ich hier meine kleinen Pfeile, wo ich draufklicken kann mit der linken Maustaste und dann sehe ich halt den Inhalt der Ordner. Ich finde, so kann man die Dateien dann besser sehen. Genau. Als wenn ich jetzt hier gehen würde, ich mache es jetzt nochmal und dann auf die ganzen Image-Dateien sehen. Kann keiner was mit Ja. anfangen. Jetzt Nee, sieht das man, macht keinen Sinn. genau. Aber jetzt in der Listenansicht oder in der Spaltenansicht wäre das ja jetzt genau richtig. Dann könnte man direkt die ganzen Verschachtelungen sehen Genau, jetzt von kann den man mich gen einzelnen Ordnern. genau, jetzt kann man genau sehen, wo ich mich hier gerade befinde. Ja, super. Jetzt runter. Okay. Klasse, Markus. Vielen Dank für den Quick-Tipp. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.